Let's start again. Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren epischen Part von Mittelerde, Schatten des Krieges. Und ich werde schon wieder gerade von irgendwelchen Viechern hier bemerkt. Ich weiß nicht, ob das immer Orks oder Uruks sind. Muss mich mal einer von euch aufklären, was der Unterschied genau zwischen den Orks und Uruks ist. Ich weiß es noch immer nicht. Dafür bin ich nicht zu sehr in der Herr-der-Ringe-Thematik drinne. Aber sie haben auf jeden Fall ihre Toten bemerkt. Und jetzt sind sie auf der Suche nach demjenigen, der sie umgebracht hat. Und jetzt gleich werden sie ihn kennenlernen, denjenigen, der sie umgebracht hat. Die Freunde. Ja, warte mal ab, der Mörder kommt jetzt. Hier ist der Mörder, meine Freunde. Zack, zack, zack. So. Runter mit dir. Sehr gut, den sind wir auch los. Weiter geht's. Da oben haben wir auf jeden Fall noch zwei Würmer. Die können wir versuchen, gleich noch irgendwie zu befragen, wenn ich es schaffen sollte. Mal vorsichtig ranschleichen. Ist da viel los? Daran zweifeln. Sie haben jetzt den Grabwandler. Das heißt Aga. Da geht schön weiter. Ich mache hier nichts. Immer schön weitergehen. Gar kein Problem. Hier ist nichts. Ja, gut. Wie lange bist du schon hier stationiert? Lange genug, um zu Tode gelangweilt zu sein. Dann sind wir ungefähr gleich lange hier. Ach, der ist da drinnen, der Wurm. Ist einer noch draußen? Ich habe keine Pfeile mehr, das ist das Problem. Wie schön es ist, wieder die fehlen mir einfach total, die Pfeile. So. Sehr schön, wir haben ihn erwischt. So, dann müssen wir mal gucken. Zack. Ach du heiliger Bimbam, was kann der denn alles? Tödliche Schwächen, besonders anfällig für Schleichangriffe. Okay, sehr gut, also der ist schon mal besonders anfällig für Schleichangriffe. Ist nach einem Schuss in den Kopf benommen. Okay, das ist auch gut. Kann durch Fernkampf und Schattenangriffe verwundet werden. Okay, sehr gut, also bei dem können wir Bogen- und Schleichangriffe benutzen, obwohl der eine Rüstung hat. So, und zurück hier. So. Ja. Wir werden euch schon alle erledigen. Keine Sorge, jeder von euch kommt dran. Zack. Sehr schön, mit dem Hammer kaputt geschlagen, alle hier. Okay, das war seine Keule, ich wollte schon sagen. Ich habe schon fast gedacht, ich hätte seinen Arm abgetrennt. Ah, hier ist irgendein Gegenstand. Info sammeln. Hier an dieser Tafel. So, jetzt können wir uns wieder einen aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen als nächstes mal den hier. Ah, der ist auch anfällig für besonders anfällig für Fernkampfangriffe. Wie sieht der denn aus? Sein Gesicht. Ey, die sehen teilweise aus. Das ist nicht mehr normal, ey. So, weiter geht's. Wir kommen auf jeden Fall immer näher an unser Hauptziel ran, wo ich hin möchte. Da sind auch schon wieder welche am Stehen. So. Ja, du kommst zu spät, ne? Okay, kann ich hier hoch? Ich hoffe ja.
Sieht aber danach aus, als wenn das eine Mauer ist. Ja, ist zum Hochklettern gemacht. Oh, da haben wir Pfeile. Lorenz, was ist hier los? Weißt du, wie viel Grog ich hatte? Ich nicht. Aber ich weiß sicher, dass ich dich gleich töte. Und dann... Rat mal, gönn ich mir noch mehr Grog. Und dann töte ich dich. Okay. Was ist das denn? Oh, du hast... Hallo. Hallo. Schöner Mann. Gib mir mal bitte deine Belohnung hier. Sehr gut. Das kann ich nämlich gebrauchen. Oh nein, Banner, Banner. Oh shit, die werden jetzt aggressiver. Wir müssen das Banner zerstören. Ja, sehr gut. So. Zack. Schon wieder ein Banner aufgestellt, kann das sein? Nee. So, Pfeile mitnehmen wieder. Hör auf zu leben. Ja, hör du doch auf zu leben, Mensch. Was ist denn los da? Oh Gott, lass mich... Oh nein, hier brennt alles. Was sie alles jetzt für Fähigkeiten haben. Autsch. Das war ein böser Schlag. Boah, schön ausweichen. Uiuiuiui. Oh, das ist eine richtig knappe Kiste. Oh, Drecksack, ey. Er versucht noch mehr zu Hilfe zu holen. Oh, das hat er auch noch erfolgreich geschafft. Oh nein, 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 nein. Komm schon. Und weg hier. Und zack. Nein, jetzt haben sie mich erwischt. Boah, sehr schön. Haha. Ich bin zurück, Freunde. Das habt ihr... Oh nein. Oh Junge, der macht so viel Schaden mit einem Schlag. Der Toaster. Nein, 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 nein. Ja. Wir haben ihn getötet. Oh nein. Oh. Ich konnte nichts mehr drücken. Ich hab dich getötet, Tark.
Holy! Das macht mich dann zum Tagtöter! Nein! Tagschlechter! Oh, das klingt ziemlich gut! Tagschlechter! Von nun an nennt man mich den Tagschlechter! Ja! Du heiliger Bimbam! Die gehen aber gut ab hier, ey! Und er ist auch direkt aufgewertet worden. Zeit verstreicht. Eieiei. Jetzt bin ich wieder hier. Boah, Junge, ey. Es war ein Fehler. Wir haben ganz Mordor erschüttert. Wir haben diese Belagerung verursacht. Mein Ring ist perfekt. Seine Macht hat Mordor erschüttert. Und diese Macht wird wieder unsere sein. Ja, wenn wir mal irgendwie hier ein bisschen was zustande bekommen würden. Was glaubst du, wie Mordor aussieht? Die sind so stark, die Viecher. Das ist ja nicht mehr normal. Ich geh jetzt mal den anderen Weg. Damit ich hier endlich mal irgendwie ein bisschen vorwärts komme. Diese Hauptmänner, das ist ja echt nicht mehr normal, wie stark die sind. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier bin ich nämlich letztes Mal nicht lang gegangen, ne? Fangene. Welches war das beste Fest, auf dem du je warst? Ich sag's mal so, ich bin 3 Tage später mit ohne alles aufgewacht. Ohne Kleidung. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig, Freunde. Sehr schön. So, der hat sogar noch eine Belohnung. Oh. So. Okay, den haben wir erledigt. Oh, da liegt ein Mantel. Den können wir gleich sammeln. Ja. Ich glaube, das hat sich für dich erledigt hier, mein Freund. Ach, der da. Hab ihn nicht erwischt, ernsthaft? So, jetzt aber. Sehr gut. So, jetzt sammeln wir das erstmal ein. Dann gehen wir ins Inventar. So, dann ziehen wir uns den neuen Mantel, den ich jetzt hier gefunden habe, auch mal direkt an. Stufe 4. Oh, der sieht aber schick aus. Der gefällt mir. Mhm. Nehmen wir auch mal mit, das Juwel. Was hast du für ein Glück? Oh, nicht schon wieder einer. Du die Beute für Mordors besten Jäger. Dusch. Ah, Mist, ey. Wirft Bomben, die Feinde betäuben. Erweiterte Klasse. Ein tödlicher Assassine, der seine Feinde am liebsten aus dem Verborgenen überfällt und rasch zu Boden bringt. Und wird erzürnt, wenn er mit einer verfluchten Waffe getroffen wird. Weiche Speeren mit A aus. Ja, triff mich doch. Ja, triff mich doch. Drecksack. So, jetzt treffe ich dich. Nee, ich kann ihn nicht greifen. So, zack. Sehr gut. So, den haben wir schön erledigt. Und ein besserer Bogen. Der hier wollte unentdeckt bleiben. Den nehmen wir auch direkt mal. Er sieht nur ein bisschen besser aus, aber er hat bessere Werte. Einer von Mordors Meuchlern. Es werden mehr kommen. Diese Stadt hat einen Hauch von Rot. Aha. Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit.
So. Kollege, nicht mit mir. Schnell ins Gebüsch. Schnell ins Gebüsch. Oh, er hat mich. So. Kommen jetzt noch mehr raus. Etwas ist da, das ist sicher. Oh, was? So überaus ungeduldig. Legen wir gleich los. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Der ist schon nicht gerade so schwach. Eieieiei, der ist sehr stark. Der rastet aus. Oh, was ist das denn? Oh, shit. Jetzt werde ich von oben auch noch beschossen. Oh nein. Oh, ja, 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 ja. Alter. Was hat der alles für Blockaden, bitte? Oh. Ja, deswegen läufst du auch vor mir weg gerade. Schnell ausweichen, so, zack. Oh, wieder ausweichen. Ich muss ihm, glaube ich, erst immer diese Geisterfaust geben. Nein! In die Falle getappt. Drecksack. Ja, komm, ich hab den schon unter der Hälfte. So. Boah. Nein, nicht anspringen. Bin ich in seine Blockade. Oder eher gesagt in seine Falle. Ja, komm her. Boah. Nein, ich schon wieder in die Falle. Boah. So. Ja, jetzt habe ich ihn wieder erwischt. Sehr gut. Jetzt kann ich ihn wieder geben. Oh, ich glaube, ich kann... Kann ich ihn nicht töten, oder was? Nee, angepasst. Hä, was ist das denn? Wie angepasst? Was soll ich denn darunter verstehen, dass er jetzt angepasst ist? Alter, der hat sich... Wenn ich das richtig verstehe, hat er jetzt quasi gerade gelernt, dem Angriff, den ich die ganze Zeit eingesetzt habe, auszuweichen. Also quasi diesem Geisterangriff. Weil ich den so oft eingesetzt habe, hat der NPC jetzt gemerkt, ja, der setzt das die ganze Zeit ein, um mich zu vernichten. Dann block ich die Sache auch einfach mal ab. Wie krass ist das denn bitte? Sehr schön, wir haben ihn aber trotzdem geschafft. Und ich habe ein Schwert bekommen, neues.
Mal gucken. So, das Schwert habe ich direkt ausgerüstet. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, davon haben wir zwei. Ah, den können wir aufwerten, wenn wir den gedrückt halten hier. Kostet das was? Nee, ne? Ah, jetzt haben wir einen höheren hiervon. Okay. Den setzen wir auch ein. Einfach aus dem Grund, weil der mehr Erfahrung gibt. Und Erfahrung ist erstmal wichtiger. So. Boah, das Schwert, was ich jetzt habe, das sieht ja mal richtig cool aus. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich hier noch lang soll, ey. Sind überall Orks. Oh je, 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 jetzt kommen sie aber. Und hoch hier. Da hinten haben wir nochmal einen Hauptmann. Ist das nicht ein Hauptmann? Nee. Sah jetzt so aus. Ich habe gedacht, vom Pfeil her, das wäre ein Hauptmann. Aber es war keiner. Was haben wir denn da unten Feines? Da liegt irgendwas. Das ist bestimmt irgendwie so ein Auftrag oder so. Halte RB gedrückt, um ein Fass in deiner Nähe zu vergiften. Hä? Nee, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber egal. Den werden wir jetzt erstmal erledigen. Dann kriegen wir nämlich jetzt wieder so ein Juwel. Sehr schön. Noch mal ein Juwel des Wohlstands. Okay, den haben wir erledigt. Was ist das hier? Rache üben. Der Ork strapaziert seinen schwachen Verstand mit Plänen und Ideen. Machen wir es ihm leichter. Er scheint wieder hier draußen zu sein. Mal weiter hier. Ah, der ist irgendwo da hinten. So. Gehen wir hier über das Seil. Halt, jemand hat ihn getroffen. Oh, meine Freunde. Die Verdammnis kommt über euch. Mir egal wen oder was ich finde, aufgeschlitzt wird es so oder so. Wo ist der denn, dieser? Da ist er. Erstmal schauen. Das ist der von vorhin. Das ist der von vorhin, der dieses Teleportieren und so kann. Ach du heiliger Bimbam. Jetzt lasse ich dich nicht entkommen. Jetzt töte ich dich. Das war der, der eigentlich relativ easy ist. Der ist abgehauen. So. Ja, ich muss den so versuchen zu töten, möglichst. Oh nein. Der Tod war milde mit dir. Oh. Zu milde. Das bekommen wir sicher besser hin. Eieiei. Ich hau jetzt erstmal hier oben. So schnell es geht wieder ab.
Oh, was ist das? Verschwinde endlich! Gib mir Deckung! Ich will fliegen! Ja, ich habe ihn getötet. Sehr gut. Du heilige Makrele, ey. Was geht hier ab? So, erstmal den Dolch einsammeln. Sehr schön. Ich will diesen Ashgan besiegen. Ich kann mir vorstellen, dass der richtig heftigen Stuff mir geben wird. Hoffe ich zumindest. Erstmal einsammeln hier noch. So, dann nehmen wir jetzt den Turm hier oben dafür wieder. So, jetzt müssen wir die hier alle nach und nach immer wegnatzen, so gut es geht. Ja, kommt schön hier hoch, meine Freunde. Oh Gott, hier sind ja noch mehr von denen. Du bist tot. Okay, jetzt müssen wir die erstmal erledigen, Leute. Zack. Ah, komm schon. Ah, schade, ich wollte ihn gerade meucheln. Oh, da kommen jetzt noch mehr. So, und schnell wieder hoch hier. Dann kommt ihr doch hier hochgeklettert, ihr Narren. Da kommen sie natürlich nicht, ne? So, den haben wir erledigt. So, den müssen wir jetzt... Ach, da oben schießt noch einer auf mich. Ey, ich krieg das hier nicht geklärt, dass ich hier mal meine Ruhe habe. Wie diese ganzen... Hauptmänner. Die haben hier überall total viele von diesen Orks, Uruks, was auch immer um sich herum stehen. Dass du hier mal aufgeräumt hast. So, sehr schön. Ihr dürft ja gleich gar keine Männer mehr hier haben, so viele wie ich mittlerweile hier abgemetzelt habe. Wolltest mich töten? Ich hab dich doch vorhin getötet. Und jetzt werde ich es dir zeigen. Nee, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Du kannst mich mal. Ich hab den vorhin schon getötet. Wie kann er das überlebt haben, der Drecksack? So. Okay, ich glaube, ich hab sie abgeschüttelt. Ja. Wir werden im nächsten Part hier weitermachen, Freunde. Dann werden wir uns darum kümmern, diese zwei Hauptmänner auszulöschen. Ob ich das Ganze schaffen werde oder nicht, das seht ihr dann im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen und über euer Feedback in den Kommentaren. Und ich laufe mal so schnell ich kann jetzt, bevor hier dieser Säufer kommt. Also für einen Säufer ist der schon ganz schön schnell, ne? Und jetzt bläst er auch noch sein Horn da die ganze Zeit, damit hier noch mehr kommen oder wie? Ja, wir hauen mal ganz flott ab, so schnell es geht. So. Ich glaube, hier bin ich sicher. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss zusammen.